Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir. Wir sind bei Sprungbefehlen. Das letzte Mal haben wir gesehen, was der Continue-Befehl macht. Heute wollen wir uns anschauen, was ein Break-Statement so aufführt. Okay? Ich setze einfach fort bei dem Programm vom letzten Mal. Das war unsere Schleife. Wir zählen, wir schreiben, das ist gerade, das ist ungerade. Und jetzt wollen wir unseren Computer ein bisschen, unserem Programm ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Leben möchte ich nicht sagen, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Sachen einhauchen. Ja. Und zwar werden wir sagen, wenn der N-Wert über einen gewissen Grenzwert ist, dann zähle ich das nicht mehr weiter auf. Okay? Also ich sage jetzt einfach hier, if momentan Wert größer 25 und nehmen wir 24. Ja. Und wenn dann wird größer 24, dann sage write line und um es zu wiederholen, machen wir Backslash T. Weiß noch wer, was das bedeutet. Das heißt Tabulator, das heißt wir rücken einen Tabulator ein und jetzt machen wir Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt reicht es aber. Ich breche die Verarbeitung ab. Boah! Das ist ein stures Programm. Er bricht einfach die Verarbeitung ab. Ja? Abbrechen. Break. Ja? Jetzt mit Break beenden wir die Sache. Ja? Schauen wir also an, was dieses Programm jetzt macht mit uns oder mit unserer. Also, hier ist wieder der N-Wert. Ich gebe wieder 15. Passt. Funktioniert genauso wie vorhin. 0, bla 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 bla. Und jetzt gebe ich ein 50. 50. Jetzt geht's los. 25. Ja. Jetzt reicht es aber. Ich breche die Verarbeitung ab. Ja, also nach dem Motto, wer jetzt noch nicht kapiert hat, was gerade und ungerade ist, der soll mich doch bitte, ja, gerne haben, natürlich. Ja, wir sehen, und tatsächlich, das ist der Bedingung, ja, größer 24, und obwohl wir eigentlich bis 50 durchlaufen müssten, ja, beendet dieses Break-Statement die Schleife und springt nach unten hin und sagt, passt, bin fertig. Ja. Also Break beendet nicht nur eine Iteration, einen Schleifendurchlauf, sondern die gesamte Schleife. Egal, ob das da oben die Bedingung der Schleife schon richtig ist oder falsch ist, oder wie, es wird einfach beendet, es wird durchbrochen, es wird gebreakt, ja. Es wird gebrochen mit der Schleife. Ich bin fertig mit der Schleife, es reicht, ja. Somit kann man, mit einem Break-Statement kann man so Schleifen einfach beenden. Jetzt schreibe ich nochmal. Ich meine, was da rausgekommen ist, ist relativ logisch. Ne? 0 bis 25, weil, warum eigentlich 25? Warum steht das noch da? Warum steht 25 noch da? Ich hätte doch gesagt, kleiner 24. Na, vielleicht ist das wieder so etwas mit plus 1 und so weiter. Ich schreibe einfach 25 her jetzt einmal. 25, ja. Schauen wir, wie das reagiert. Jetzt sollten wir, würden wir meinen, bei 26 aufhören. Gell? Ich gehe bis 50 auf. 25, 26, 27. 27. Was ist denn da los? Ja? Was hat er jetzt geschrieben? 25. Mit 24, was 6? Mit 24, 25? Und mit 25 ist es auf einmal 27. Was ist da los? Was ist da los? Schauen wir uns das an. Warum ist es jetzt 27? Ja? Schauen wir uns das nochmal an, was da ganz am Schluss passiert. Ja? Also, ich komme da rein. Sagen wir, ich bin jetzt da irgendwo bei 25. Okay? 25, jetzt bin ich bin bei 25, wird da hingeschrieben, in dieser Zeile wird hingeschrieben, ich bin jetzt bei 25. 25% 2 ist nicht 0, sondern ist 1. Geht's weiter. Also wird hingeschrieben, das ist ungerade. Das ist diese Zeile, die wir hier sehen. Also das haben wir gerade gesehen. Ja? Gut.
Momentan Wert ist größer 25, ist er nicht, weil wir sind ja 25. Ja, das ist also nicht größer wie 25, also kommen wir hier nicht rein, passt. Nächstes Mal 26. Ja, jetzt sind wir bei 26. Ich bin jetzt bei 26. Da, das ist das hier, ja, da oben. Jetzt ist der Momentanwert 26%, Rest dividiert durch 2 und der Rest davon ist 0, passt. Ich komme hier rein, das ist gerade, da kommt also dann das hier, das ist gerade, das kommt hier. Und dann kommt Continue. Wir kommen also gar nicht da unten hin zu dem Momentanwert größer 25, wir werten das gar nicht aus, sondern wir sagen da oben schon, passt, bin fertig, nächster Durchlauf, baff, komm hier nach oben. Okay? Jetzt bin ich schon bei 27. Ich bin bei 27, steht da, ja, das ist jetzt das. Ich bin bei 27. Momentanwert ist gleich, also Prozent 2 ist gleich 0. Nein, ist es nicht, weil es ist 1. 27 durch 2 ist Rest 1, ja. Also komme ich da unten hin, das ist ungerade. Jetzt Momentanwert, oh, jetzt schlägt das zu und jetzt reicht's aber, ja. Das ist, also ungerade schreibe ich hin, das ist das noch. Und jetzt ist größer 25, baff, ja. Also es macht genau das, was wir programmiert haben. Also wenn wir irgendwo rausspringen aus Schleifen und so weiter, wird es ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen, was genau passiert. Obwohl da steht größer 25, das müsste ja schon bei 26 praktisch zuschlagen. Ja, haben wir 27. auch noch. Ja, weil wir die Schleife da oben einmal abbrechen und dann weiter, und dann erst weitermachen. Ja, so schaut das also aus. So kann das passieren. Deswegen sind solche Abbrüche von Schleifen und irgendwelche Unterbrechungen des Linearen oder des Programmablaufs doch hin und wieder mit Vorsicht zu genießen. Ja. Im nächsten Video werde ich noch eine mögliche Sprungbedingung, einen möglichen Sprung erklären. Das ist aber ganz grauslich, meiner Meinung nach. Also ganz grauslich. Go to heißt der. Go to. Fällt mir gar nicht. Aber der Vollständigkeit halber möchte ich es erwähnen im nächsten Video. Okay. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.